Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity. Wir stehen mitten in, wie heißt das, Kunawan. Und möchten jetzt in ein Gebiet gehen, das nicht Bestandteil der Beta war. Ja, hoffentlich kommen wir auch hin. Ich bin da guter Dinge. Also irgendwie, wir waren hier unten schon mal und irgendwie war da eine schwere Gegnergruppe oder sowas. Und dann wird sie jetzt ab jetzt blind. Ach, die hier waren da. Ja, die schaffen wir jetzt aber. Ja. Gespeichertes Angriff. Ich habe leider kein Horn zum Blasen. So. Ah, die Großen. Wie immer. Oh, ich hoffe so sehr, dass Sleep funktioniert. Hm. Einer, zumindest. Ja, besser als keiner. Es nimmt circa ein Drittel Damage raus. Das sieht er natürlich nicht. Er sieht nur, zwei sind nicht eingeschlafen. Ladi da. Ja, vielleicht wären wir Stunning alle drei gestunt. Ja, aber nur für zwei Runden. Ja, bis wir wieder dran wären. Hi, ist jetzt wieder. Nee, du, schlafen funktioniert bei den Ogre nicht. Natürlich. Was? Wir machen jetzt keinen Schlaf mehr und ich wette, der wacht nicht auf. Ja, aber dann haben wir nur einen. Stun ist besser. Sehe ich anders. Ja, weil du keinen Weitblick hast. Ja, fast doppelt so oft machen und 7 Runden gestunt, das ist ja eine Ewigkeit. So, wir wechseln hier schon mal die Plätze. Hey, wir wollen jetzt nochmal den dicken Damage von ihm hier mitnehmen, bevor er stirbt mit dir. So, ja, schwimmt schon mal um. Ein Glück hat er getroffen. Mhm. Ah, jetzt kann sie nicht angreifen. Ja. Was? Wir wollten noch wechseln. Ja, das war irgendwie nicht so wie geplant. Naja. Ja, muss wohl. Was? Wieso geht das nicht? Weiß ich nicht. Was ist da los? Ach, er sollte ja auch dahin laufen. So, jetzt machen wir hier mal Change Position. Nee, nee, so nicht. Da möchte ich nicht hin. Oh, jetzt ist Ixos bald tot. Dann muss Ixos halt mal so einen Heiltrank nehmen. Na, mit Ixos können wir wechseln, oder was? Naja. Unfassbar. Jeder wie er will hier. Kann sich's aussuchen, was er macht. Nein. Oh, bitter. Ach, bitter, bitter. Naja. Ah, jetzt aber aufgemacht. Stimmt. Ah, es waren deutlich mehr als zwei Runden. Ach. Zwei Runden, drei Runden. Es waren sogar 30 Runden. Ach, kein Unterschied. Doch. Stun ist besser. Wir haben auch 100% Trefferchance an den Viechern. Ja, weil sie gesehen haben, siehst du? Nee, also ich dachte, du bist dann 100% wahrscheinlich. Nein. Na, wenn man das, dann ist besser bei den Gegnern hier zumindest. Bei so ganz großen Gruppen würde ich jetzt sagen. So, ich hoffe, wir können ihn jetzt töten, bevor sie nochmal dran ist. Sehnlichster Wunsch. Könnten Heiltrank nehmen, so ganz klein.
Ja, ist eh schon jemand tot, also. Ja, stimmt. Und sie überlebt auch so, weil sie tötet. Bevor die Runde beendet ist und sie stirbt. Ist das nicht toll? So sind die Regeln. Einen ganzen Tag müssen wir jetzt ruhen. Nachdem wir 6 Tage geschuftet haben, ruhen wir jetzt einen Tag. Oh. Was? Ja. Oh, wir können sogar dahin. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, oder? Ich weiß gar nicht, was machen wir denn hier jetzt? Okay. Wir gucken einfach mal, ne? Wir haben hier eine Quest. Ach so, genau, so ein Amulett suchen, ne? Ja, wir können das nochmal genau lesen. Lonwells Amulett. Ja, Die Lonwell-Familie wünscht, dass du ihre Familien... Erbstück. Heirloom ist doch nicht Herr. Wenn du das Loom wegmachst, hast du Erbe. Ja. Also wahrscheinlich Erbstück. Ja, gut. Es ist ein Amulett mit dem Wort Lonwell eingraviert. Es wurde vererbt, seit die Familie im Dorf Nagira lebt. Now raised, regiert von Prinz Ovengil. Ja, es wurde gesagt, niemand hat das Massaker überlebt. Steht aber nicht, wo wir es finden. Ja, vermutlich irgendwo. Im Dorf. Ja. Bei irgendeiner Leiche. Oh. Will ich auch so sehen. Jetzt sind wir ja schon gleich beim Schloss. Oh, sind wir hier schon gleich bei. Na dann. Hey, Prinz rückt das Amulett raus. Ovengils. Im Nordosten sieht man Ovengils imposante Festung in den Hochländern von Nagira stehen. Du siehst von unten, dass eine Silhouette oder die Silhouette einer Figur, die dich von einem der hohen Türme beobachtet. Da liegt doch eine Leiche. Ja. Wir sterben jetzt hier nicht wieder durch so einen Pfeilhagel. Die sind nicht schlecht. Ja. Also wenn wir keine haben, die hat halt viel Rüstung, ne? Zum Beispiel sie hier könnte die jetzt anziehen. Hat mehr Rüstung und weniger Zeug. Kann da noch besser... Vulva. Och, Gott, oh Gott, oh Gott. Get out of my domain. Ja, laden wir lieber und gehen nicht und betreten nicht den Rasen. Runter vom Rasen gaulen. Ja, verdammte Abenteurer. Spielen wieder auf meinem Rasen. Och. Oh, das ist ein neuer Dieb. Ja, der hier, der... Der Lilane. Hier sehe ich auch einen Weg. Mit meinen Adleraugen. Ja, deine Augen sind ja eh nicht die besten. Oh, hier, ein richtiges Haus. Sag bloß, da gibt's jetzt ein bisschen Abwechslung. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Ha! 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 Hey. Was? Der wurde aber ziemlich mächtig. War der schon mal dran? Ja, der hat schon die Nahrung geklaut. Ja, dann verbrennen wir erstmal die anderen, oder? Ja. Ja. Oh, wie viel der stiehlt! Verdammte Diebe. Naja, wir vergiften ihn. Das ist ja... Das ist legitim. Und ihn töten wir. Ja. Bevor er nochmal stehlen kann. Ja, er wäre auch verbrannt, denke ich mir. Ach, 50 Leben, die verbrennen wir nicht. Wie viel Blutung! Ja, aber echt! Ha! Oh Gott, oh Gott. Wollen wir ja alle heilen. Verdammte Diebe. Mächtig. Läuft der halt auch dran. Oh, 17 Blutung. Er ist halt schnell. Wie viel Leben hat er? Oh, noch ganz schön viel. Ja, allerdings. So, wir heilen uns selbst. Damit können wir nämlich in Zukunft noch mehr heilen. Weil
wenn dann noch leben. Ja. Ach, der arme Magier. Ha! Was ist denn das eigentlich für eine Terror? Warum hat der keine Blutung? Ja, dann Glück gehabt. Das ist ein berühmter Barbarenglück. Na was? Wir brauchen die nicht, wir brauchen nur die Heilerin und Nexus. Oh Gott, mach's gut, Nexus. Ob wir uns die Diebe besiegen? Aha. Ja, in diesem Land sollten wir einfach nicht sein. Aber bitte abwesend. Wizard. Ja, ich glaube, wir gehen aus dem Land hier raus. Ja, das Land taugt nichts. Noch nicht. Also, der Dieb ist einfach noch zu stark. Wobei uns ja die Quest auch so ein bisschen leiten soll. So, die hier könnten wir besiegen. Die könnten wir besiegen. Fliehen, versagen. Ja, weil wir ja auch... Guck mal, das sind Krazinos, die haben wir schon vor 90 Folgen bekämpft. Ich geb dir recht. Hätten angreifen sollen. Ich glaube, ich möchte hier aus dem Land schnell fliehen. Ich möchte hier nichts mehr zu tun haben. Ja, der eine zerschmettert uns, weil wir auf den Rasen gehen. Die Diebe sind ultra stark. Ah, die gehen ganz fix weg. Oh, und 480 EP. Jetzt stell dir mal vor, wenn wir jetzt mal anfangen, hier offscreen Leute zu töten. Das ist eigentlich das Maximum an Nahrung, das man haben kann. 6 Tage? Das ist ungewöhnlich. Ja, oder 9, ich weiß es nicht. 9, glaube ich, ja, oder 12. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, 6 ist ja komisch. Das ist wie hier bei meinem Nintendo-Spiel. Ich weiß gar nicht, was Terminator... Ich meine, hast das Video bestimmt gesehen hier vom Angry Video Game Nerd. Wo man dann an eine Stelle und dann tötet man als Gegner und dann kriegt man immer ein Leben, wenn man so und so viele getötet hat. Und dann macht er also so eine Schraubzwinge da dran und der schießt halt also automatisch. Aber man kann maximal 6 Leben haben. Ja. Ja, das schafft man sich. 3 Leben ist Standard, dann machen wir doppelt so viel. Dann haben die Leute doppelt so viel Spaß. Das Spiel sah nicht aus, als ob es Spaß macht. Auf zur Arena. In Sorrentia. Ja, stimmt, da waren wir lange nicht. Was ist Herbstland. Jetzt, was ist denn jetzt an Feinden da zu erwarten? Ogre. Und vielleicht haben wir so einen Hund. So einen Dämonenhund. Oh. Wer weiß. Ja, wir schicken Ixos in den Kampf. Der macht das. Do you wanna fight in the arena? Ixos, der schafft alles. Let the battle begin. Der muss nur treffen, damit der Feind gestunt ist. Oh. Ja. Ne. War jetzt nicht so schwer. Ja, 2 Crits hintereinander. Rage macht sich bezahlt. Ja, wir machen das jetzt mal ohne nicht immer zu speichern. Ja, wäre halt echt bitter, wenn wir die nicht schaffen würden. Ja, ja. Haha. Ich würde mich jetzt auch einfach noch nicht heilen. Ja. So hardcore wäre ich. Das ist ja ziemlich hardcore. Ja, ne? Wir verdienen immer dicke 200 Gold. Oh. Nein, aber verloren. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ixos. Was denn? Ja, ich finde es einfach gut, wie er sich immer so wegschmettert. Oh, 240. Nein, wir bezahlen halt 200. Was? Wir wollen hier überhaupt nichts verdienen. Also jetzt haben wir 200 bezahlt. Jetzt werden wir mal schauen, wie viel wir zurückbekommen. Ja, wir haben und hier oben rechts? Sein Gold geklaut. Ja, ah ne, 265 kriegen wir von ihm. Ja. Das fehlt auch noch, weißt du, dass wir jetzt kämpfen und das bekommen, was wir am Feind finden. Ja. Ne? Ja, meine Güte.
eine sehr spannende Sache. Aber reich werden haben wir damit auch nicht. Nee. Illegalen Arena kämpfen wird doch niemand reich. Ob da jetzt noch Hunde oder Hähne kämpfen. Oder Leute gegen Dinosaurier. Das gibt's ja nicht. Ja, aber jetzt haben wir... Der schmettert einen nach dem anderen. Und nach dem gibt's noch. So, jetzt speichern wir mal wieder. Ja, ich so sehr ziemlich verletzt. Ja, und heilen uns. Dann geht's so weit. Dann bist du schon plötzlich ein Jotun. Ja, ja, was kommt dann auch noch alles? Oder dieser eine lila Dieb. Ja, das ist erst der Rote. Oh, wow, 8 Gold verdient. Ja, ja. Was, ich kriege ja wieder nur 200 Gold. Vielleicht steigt das immer, wenn wir wie viele Kämpfe wir hintereinander bestreiten. Ich find's gut. Ich nicht. Ah, weil wir kommen. Jetzt kommen die Monstergegner. Und du bist dran. Ja. Ja, dieses One-Hit. Ja, wir treffen nur mit 43%. Das kann man ja durchaus verlieren. Hier ist der Mark hier. Er hat gerade viermal hintereinander geblockt. Weil wenn wir wüssten, was für Gegner kommen, dann wird das so... alles noch viel besser gestärken, ich sag's dir. Quatsch, wir werden wohl einmal treffen. Ach, zum Glück. Kritisch. Die Wespe. Zermoscht. So, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter mit unseren Kampfhandlungen. Ja. Ne? Die werden noch spannender. Noch spannender, wie ich das aushalte. Bis dahin.